Mit ihren witzigen anarchopolitischen Texten begeistern sie seit 2011 das heimische Publikum. Die Rede ist von Freedom, einer jungen Punkband aus Kapfenberg. Ich freue mich, die drei in einer neuen Ausgabe unseres Highway TV Rockblocks begrüßen zu dürfen. Gleich zu Beginn, stellt sich einmal kurz vor. Ich bin der Ivan, ich mache den Bass, die Screams und den Gesang. Also ich bin der Kevin, tue singen, also die Hauptstimme und spiele Gitarre. Ich bin die Lisa und ich spiele zweite E-Gitarre. Geben tut sich jetzt seit 2011, es hat sich aber seitdem, glaube ich, ein bisschen was getan in der Bandkonstellation, deshalb vielleicht gleich zu Beginn jetzt die Bandgeschichte, die junge Bandgeschichte. Was ist passiert, wie schaut es heute aus? Also wir sind so entstanden, ich wollte einfach eine Punkband gründen, habe dann Leute gesucht, habe uns einen Bassisten und auf dem Basketballfeld kennengelernt, weil also ich spiele Basketball in der Nachwuchsmannschaft. Und dann habe ich eine Freundin kennengelernt, so die Cocky, die hat gefragt, ob sie Gitarre spielen will. Und sie hat gesagt, ja sicher. Und dann haben wir einen alten Bassisten gehabt, der ist leider ausgestiegen, jetzt haben wir einen Ersatz gefunden, ist der Ivan. Der unterstützt uns jetzt seit 2-3 Monaten sowas. Warum jetzt Punkmusik? Es ist ja nicht nur Musik, glaube ich, es ist auch ein bisschen eine Lebenseinstellung, oder? Also früher, vor 2-3 Jahren, habe ich angefangen Punkmusik zu hören und es hat mich inspiriert, die Meinung also einfach zu repräsentieren und nicht so zu denken wie die anderen Leute, einfach also gegen den Sturm zu schwimmen. Wer inspiriert euch jetzt für eure Texte? Es ist eine Mischung, glaube ich, aus allem. Also ihr habt auch verschiedene Stilrichtungen einfließen lassen, glaube ich. Es ist ja nicht nur reiner Punk. Also wir haben also vor allem Bangkok so drinnen, dann mischen wir manchmal Metal oder Ska ein und Reggae. Und unser Einfluss sind so Slime, so halt deutschpunkmäßig. Wie schlägst du dich jetzt als Dame in so einer Punk-Truppe? Ja, was soll ich da großartig sagen? Ich werde nicht unbedingt jetzt so als das Mädchen in der Band angesehen, sondern es ist eigentlich gleich. Also gibst auch du den Ton an? Ja, also Gleichberechtigung hätte ich gesagt. Genau. Schön, schön. Wo kann man euch jetzt irgendwie das nächste Mal treffen, sehen, hören? Das nächste Mal spielen wir am 21. September in der Bodenfabrik, das ist ein Jahresjubiläum mit Jack Disconnect, Black Klaus, RME und Vendetta. Wenn man jetzt nähere Infos über eure Band irgendwie erfahren und haben möchte, wo kriegt man die? Also man kann auf der Facebook-Homepage schauen, also einfach also Freedom, also Freedom geschrieben, eingeben und das sieht man uns gleich. Jetzt die abschließende Frage, warum Freedom? Was steht's? Einfach für mehr Freiheiten, weil ich finde, wir haben einfach zu wenig in diesem Staat und Land und also ja, einfach mehr Freiheiten, das wollen wir. Das ist ein schöner Wunschgedanke. Wir genießen jetzt live Freedom. Right.